Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Total War Warhammer mit mir. Ich bin Aneflatur und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich mache mal das Interface an. So, wir haben es ja in der letzten Folge geschafft, hier drüben, die, weiß nicht mehr, was es für eine Fraktion oder wie die genau hießen, aber die haben sich uns angeschlossen, uns in der Konföderation beigetreten. Und wir haben ja gesagt, dass wir uns eventuell hier die westlichen Düsterlande noch mit dieser Armee holen könnten. Müssen wir ein bisschen aufpassen, denn das wird den Zwergen hier oben mit Sicherheit nicht gefallen. Ja, wir haben ein ganz krasses Geldproblem. Das wird ein bisschen besser werden, weil wir hier natürlich schon ausbauen an Geld. Aber wir werden wahrscheinlich trotzdem nicht ins Plus kommen. So, in Schwarzfels hier oben haben wir in einer Runde eine stärkere Mauer bzw. Garnison mit drin und können hier dann eventuell auch noch ausbauen und ein bisschen auf Schotter gehen. Dass wir da einfach mal wieder ins Plus kommen. Das wäre nämlich nicht schlecht. Unsere Wag-Armee haben wir befehligt, hier unten das Kratomen anzugreifen. Und da gucken wir mal, ob die durchkommen. Wir werden mit unserem Boss hier oben versuchen, auf jeden Fall dann Tringorkas anzugreifen und hier diese Armee eventuell zu besiegen. Diese Stadt hat keine Mauer. Könnte also funktionieren, wenn wir ein bisschen Glück haben, dass wir da durchrutschen und ihn gleich noch wegmachen. Das Ziel ist, hier unten auf jeden Fall diese Zwerge so weit wegzumachen, dass sie eventuell nur noch in Karagasul hier oben ihre Festung haben und die dann irgendwann auch noch zu Fall bringen. Genau, aber diese Städte hier unten, die müssen wir auf jeden Fall holen. Wir haben ja Frieden hier unten mit denen geschlossen, die mögen uns zwar überhaupt nicht, also sprich, da wird es früher oder später wird es da auch wieder Konflikte geben. Wir wollen natürlich auch noch diese Stadt da unten haben, aber erstmal ist das Ziel hier, dieser Zwerg, den zu schwächen, weil der ist nämlich noch verhältnismäßig ziemlich stark, auch wenn er gerade nicht so viele Truppen hat, die er jetzt aber gerade auch wieder aushebt. So, wir können weiter keine Truppen ausheben, haben hier oben ein paar drinstehen, aber das ist ja auch unsere Hauptfestung, also da ist Mauer und Garnison und ich hoffe einfach, dass, falls der Zwerg Ärger machen sollte, dass unsere Stadt hier, wir gucken mal, was die in Garnison drin hat, das Ganze ganz gut aushält. Gefahr ist natürlich Valaias Leid immer noch, aber da steht natürlich diese Armee jetzt drin, die hoffentlich den Zwerg daran hindert, da unten anzugreifen. So viel dazu. Wir können forschen und der Forschungsbaum von den Orks ist wirklich lächerlich. Im Grunde keinerlei gute Möglichkeiten, da irgendwie strategisch vorzugehen. Deswegen, also hier haben wir Waffenstärke für Speerträger. Speerträger haben wir kaum. Und hier haben wir Geschossschaden für die Bogeneinheiten der Grünhäute. Das ist jetzt auch nicht so cool, gerade weil wir ja festgestellt haben, dass es Friendly Fire gibt. Deswegen würde ich tatsächlich auf hier weitergehen und dann vielleicht irgendwie Wildschweinreiter oder Geschwindigkeit für Wolfsreiter dazu zu bekommen und hier weiterzukommen. Ne? Das wäre der Weg, deswegen machen wir auf jeden Fall Lasttiere. Was steht denn da? Friedfertige oder alte Wildschweine ziehen Karren, die nach einem Überfall randvoll mit Glitzergram sind. Genau. So, ja Leute. Jetzt ist die Frage, er wird hier unten angreifen, ob wir hier oben noch warten, bis wir vollkommen ausgebaut sind, also wieder vollkommen geheilt sind und dann die Offensive starten. Ist natürlich gefährlich, ne? Wie weit würde uns das? Das würde wahrscheinlich sehr viel wegnehmen von dem, was wir ausheilen. Ne, wir bleiben jetzt erstmal noch stehen. Der wird dann zwar immer stärker werden. Ne, Leute, wir müssen ran. Wir müssen ran. Obwohl, wir schaffen den nicht mehr, da gar nicht. Ne, wir heilen aus. Genau, wir gehen in die nächste Runde und hoffen, dass nichts passiert. Und haben hier in Folgen müssen Gebäude repariert werden. Ja, das wissen wir. Wir können es uns aber halt einfach nicht leisten, beziehungsweise hier in Karagasal könnten wir hier dieses wegrupfen und dafür kostet uns das Gebäude abreißen. Da, beschert euch 600 Gold, okay. Ich meine, wir können es ja eh nicht, ja, wisst ihr was, wir reißen es jetzt erstmal weg. Und bauen uns dafür dann da nochmal ein bisschen Geld hin, weil das ist momentan echt das Problem. Und hier drüben hätten wir das hier, das zum Reparieren. Können da aber kein weiteres Geld produzieren. Okay, ne, dann gehen wir in die nächste Runde. Und schauen mal.
Ja, unsere Wark-Armee hat es scheinbar nicht geschafft nach Grad Tommen rein. Und die Aufständischen gibt's. Der Halbmonde wollen irgendwas von uns. Was wollen sie denn? Überlebt. Sie wollen einen Nicht-Angriffspakt. Den können wir jetzt erstmal mit denen schließen, aber wir versuchen natürlich nochmal ein bisschen Schotter rauszuholen. Ne? Das werden sie wahrscheinlich aber nicht machen. Ja, doch. 300 zumindest. Ah, dann geht er da hoch. Aber das ist gut, wir haben ja jetzt zum Glück mit ihnen einen Nicht-Angriffspakt. Hätten wir den jetzt nicht geschlossen, hätten sie uns wahrscheinlich angegriffen. Wag-Armee, mannhafte Niederlage. Ah, besiegt, zurückziehen, Wundneilen, oh wee. Die Einhütte Nagash, gehorsam. Okay, da werden wir Probleme bekommen. Oh, sogar nächste Runde schon, Leute. Das ist nicht cool. Vielleicht erledigt das dann eher mit etwas Glück. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. So, was ist denn hier noch an Kratom? Vielleicht an Garnison drin. Ah, das ist schon ganz schön stark. Da wäre es jetzt vielleicht angebracht, wenn wir direkt mit unseren Truppen runterziehen. Und dann versuchen wir das nochmal mit ihm hier. So, okay. Oh, wir können hier was ausbauen. Ah, aber das ist wieder so teuer. 51, das geht. Das ist auf jeden Fall schon mal besser geworden. Hier wird dann auch, da können wir auf jeden Fall auch wieder Geld machen. Oh, es kostet alles so viel, Leute. Und hier unten können wir auch Geld produzieren. Money, money, money. Und hier können wir ebenfalls erstmal aufs Geld gehen. So, damit dürften wir dann auf jeden Fall wieder ein bisschen Polster nach oben haben. Dass wir auch Truppen ausheben können. Ah! Er ist scheinbar wieder hier. Oder habe ich ihn nur übersehen? Nee, nee. Oder? Habe ich ihn nur übersehen? Egal, er kommt jetzt auf jeden Fall erstmal zurück. Und wird sich hier hoffentlich ein bisschen ausheilen dann. Wenn er in der Truppe... Ich glaube, wir müssen ihn einer Armee hinzufügen. Dann heilt er aus. Das machen wir. So. Okay, ich glaube, sehr viel mehr können wir gar nicht machen. Was würde uns das denn bringen, wenn wir... Oh, das wäre natürlich geil, ne? Orgmoschus, ein bisschen stärkere Einheiten zu produzieren, ist nicht verkehrt. 4000 Rekrutierung. Ah, das müssen wir uns erstmal sparen. Dafür haben wir jetzt gerade einfach nicht das Geld. Weil Liar's Light würde hier noch ein bisschen mehr Truppen bekommen. Das machen wir. Gibt es ein bisschen mehr für die Garnison und auch ein bisschen mehr Geld. Das kostet auch wieder ein Schweinevermögen, aber müssen wir machen. So, wir gehen wieder in die nächste Runde. Und unsere Wag-Armee hat nochmal einen Angriff scheinbar versucht. Und der Clan Angmund will irgendwas. Okay, die wollen ein Friedensabkommen haben. Okay, dann würden wir aber nur mit denen in den Frieden gehen, oder? Das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht. Dann hätten wir die schon mal... Mhm. Oh, die wollen sogar hoch. Da können wir richtig vielleicht ein bisschen rauspressen. Da sind sie niedrig. Okay, dann gehen wir. Da sind sie moderat. Wollen sie das? Nee, 200. Das ist uns aber zu wenig, Leute. 200 ist uns zu wenig. Komm schon, da bist du dabei, oder? Da bist du auf hoch. Da ist sie immer noch hoch. 900 ist moderat. Komm schon. Ah, wartet mal. Nee, dann machen wir mal. Machen wir mal 750. So. Da sind sie noch auf hoch. Das machen wir. So. Dann sind wir mit denen schon mal, ist die Front hier oben schon mal ein bisschen besser. Das ist ja nicht so, als ob wir nicht mit dem blauen Zwerg hier oben dann noch genug zu tun bekommen. Ja, du kannst das jetzt aber erstmal vergessen. Sorry. Aber du bist eindeutig Ziel.
Und wahrscheinlich wird er uns angreifen kommen. Oh, er holt sich die. Das hat jetzt mit uns hier nicht geklappt, aber... ist jetzt auch nicht so schlimm. Vielleicht kriegen wir die dann irgendwann auch in die Konföderation. Wagame, knappe Niederlage. Prophet Große Grüne Kommandant ist nach Abwesenheit wieder zum Dienst bereit. Rebellion steht bevor. Oh, 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 Leute. Da brennt's gerade. Man sagt, ihr genießt den Sieg. Man sagt, ihr verbringt mehr Zeit mit dem Bau von Denkmälern an vergangene Kriege als mit der Verwaltung des Reiches. Man sagt, ihr seid ein Narr. Sagt man das? Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall Kriegseifer. Krieg! Oh weh, oh weh. Eieiei, Leute. Da geht's gerade mächtig zur Sache. Hier haben wir auf jeden Fall Aufständische. Müssen wir aufpassen, wenn die zu stark werden, haben wir ein Problem. Ah, das, die Aufstände sind echt böse gerade. Ganz, ganz böse. Da haben wir auch einen Aufstand. Unsere... So, wir müssen jetzt aber trotzdem das hier probieren. Und das machen wir auch. Und das ist auf jeden Fall, das machen wir automatisch. Zack. Entscheidender Sieg. Ein bisschen Schotter gekriegt. Und wir werden das Ganze besetzen, nur besetzen. Und der Asak hat ein bisschen dazu gekriegt, Nahkampf und Nahkampfabwehr. Sehr schön. Sehr gut. Und ein Level hat er gekriegt. Auch geil. Und dadurch können wir ihn auf jeden Fall hier weiter stärken. So, da haben wir hier gerade rum. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir hier dafür sorgen, dass nicht mehr so viele Aufstände in diesen Provinzen passieren. Wiederum können Aufstände aber auch ganz gut Geld und Wut bringen für unsere Leute, ne? Das machen wir auch. Das kostet mir gerade zu viel. So, mit ihm hier werden wir direkt weiter. Ah, geht nicht. Geht nicht, dass wir hier vielleicht hochmarschieren, die dann gleich wegklatschen danach. Vielleicht, oder warte mal, wir könnten auch versuchen. Ne, das schaffen sie leider nicht. Ah, verdammt. Der ist auch zu wenig und die sind auch schon auf 8. Das ist alles ein bisschen suboptimal. Ne? Du gehst jetzt mal da rein und heilst. Aber er hier müsste... Oh! Können auch schon wieder Katapulte... Allmächtig ist das teuer. Eieieiei. Das ist aber auch global. Die sind jetzt natürlich ein Dorn im Auge, weil die könnten jetzt hier dann angreifen. Lasst uns erstmal dann versuchen, hier hoch zu marschieren. So, okay, hier drüben. Sorgt das ein bisschen für Ordnung, oder was? Nee. Okay. Wir können hier halt richtig nice Truppen rekrutieren. Das Problem ist bloß, dass die natürlich dann ewig brauchen bis hier rüber. Wie sieht's denn aus? Wollt ihr beitreten der Konföderation? Militärisches Bündnis? Nee, das können wir alles nicht machen. Warum auch immer. Ist gerade alles ein bisschen gefährlich, was wir hier machen, Leute.
Die Armee wird vielleicht Schwarzeisenmine angreifen. Aber wir können nichts anderes machen, als gerade mal in die nächste Runde zu gehen. Und zu hoffen einfach, dass alles gut geht, Leute. Das wäre natürlich spannend, mit denen Frieden zu schließen. Wisst ihr was? Das. Ah. Nee. Nee, wartet mal, das können wir noch nicht machen. Wir riskieren das einfach. Der hat zwar eine 20er Armee rumstehende Full Stack, aber. Wir warten jetzt einfach mal. Oh Gott, das wird, schau dich das mal an. Was macht denn bitte der Zwerg da? Zwei fast volle Armeen, eine dritte baut er gerade auf. Das wird nicht einfach. Ja. Plünderung. Oh, Leute. Uiuiuiuiuiui. Da werden wir. Ah, oh, das wird ganz hart werden. Uiuiuiuiui. Das wird ein echtes Problem, Leute. Puh, wird das lustig werden. Tunneln können wir nicht mehr, verdammt. Oh, Leute. Ha! Das mal gut geht alles. Der rekrutiert zum Glück nur Billigeinheiten gerade. Oh Gott, er hat aber Schwarzorks drin. Der ist nicht ohne. Ich speichere mal und mich interessiert nur mal, wie die Stärke. Kräfteverhältnis hier sein wird, wenn wir ihn jetzt angreifen würden. Oh, der würde uns hart zermahlen. Das ist nicht so richtig gut. Vielleicht wäre der Frieden mit ihm gar nicht so schlecht gewesen. Leute, wir gehen in die nächste Runde und hoffen einfach wieder das Beste. Der Zwerg scheint sich jetzt hier mit denen zu beschäftigen. Große Gefahr besteht natürlich, dass er dann auch noch mit in die Konföderation dieser Zwerge reingeht, wenn wir jetzt mit ihm Frieden schließen. Es wäre rein theoretisch nicht schlecht, mit ihm mit Frieden zu schließen, denn er hat einfach noch eine volle Armee und wir haben gerade massiv Aufstände bei uns im Ding. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen hier nochmal ein bisschen mehr Geld rauszuschlagen und ihm dann Ja zu sagen dazu. Und er lehnt es ab. Okay, dann nicht. Dann ganze Vorrede. Er versucht jetzt natürlich hier sein Zeug zu schützen, was er wahrscheinlich nicht schafft. Und was wollen die Haarknoten? Die Haarknoten erklären uns den Krieg. Ja, nice. Mit meinen Verbündeten, deren Verbündeten. Tja, das willst du wirklich? Okay. Naja, er wird das hier angreifen, ne? Und dann werden wir definitiv da auch was verlieren. Oh, Leute, also die Orks sind gar nicht so. Mhm. Das sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Das würde ich jetzt auch mal normal machen. Vielleicht schaffen wir es. Mit etwas Glück versuchen wir es.
Und, das ist doch unfassbar. Das war eine halb hieß es. Und, unfassbar. Das hätte ich allein, hätte ich selber machen müssen, dann hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Ah, ist das ärgerlich. Und da macht das auch. Okay, ja, das würde ich jetzt aber mal so schlagen, weil vielleicht schaffen wir das besser, ist das eben automatisch. Das war eigentlich ausgeglichen, aber nö. Ja, wir sind ganz schön versohlt hier. Ganz schön aufs Maul bekommen die ganze Zeit. Was machen wir anders? Anders so. Wolf Riders! So. Und so. Mhm. Das wird trotzdem witzig werden, glaube ich. So, wie sieht denn hier das Gelände aus? Können wir da irgendwas richtig zum Vorteil nutzen? Nicht so wirklich. Diese Hügel hier, die könnten wir nutzen. Das sollten wir vielleicht auch wirklich tun. So ungefähr hier aufstellen, so, oder? Und dann hier vormarschieren. Wird das noch ein bisschen besser? Ja. Und da sind jetzt natürlich auch unsere Wolfreiter drin. So, okay. Ja, Leute, lasst uns mal probieren. Wir stellen uns jetzt hier vorne auf. Das mal was wird. Wir stoppen und sagen gleich mal, dass unsere Truppen hier ballern sollen. Warum sind die stärker als wir? Achso, was sind. Ah. Wow, das wirkt sich aber krass aus. Oh, es sind schon wieder am Flüchten, unsere Truppen. Oh no. Ja, die einzige Chance, die wir wahrscheinlich haben, ist, wenn wir hier auf den Boss gehen und den platt machen. Boys, it's
das mal gut geht, Leute. Ich glaube nicht. Ja, die flüchten jetzt, das ist klar. Aber es bringt gar nichts. Ja. Vielleicht schaffen wir den Boss von denen. Das wäre nicht schlecht. Kommt schon voll rein. Da löst sich alles von uns auf. Kommt zurück, ihr Feiglinge! Also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, die Orks sind, ich möchte nicht sagen scheiße, aber irgendwie komme ich mit denen nicht so wirklich klar. Garnison, ne? Ja, mannhafte Niederlage trotzdem. Wir haben alles versucht, aber irgendwie sind die doch, und die haben auch mehr verloren, sind die doch stärker. Das werden auch ein bisschen die Beförderungsstufen hier sein, glaube ich, die da so hart weh getan haben. Tja, jetzt nimmt er natürlich die ein. Chaos regt sich. Wunderbar, das Chaos kommt auch noch dazu. Sturmwolken ziehen im Norden auf. Man munkelt, dass die barbarischen Stämme, die in den Schatten des Chaos wohnen, um der Aufmerksamkeit der dunklen Götter willen, ihre Rivalitäten eingestellt haben sollen und sich nun stattdessen zusammenschließen. An der Zitze des Chaos saugend werden die Horden immer stärker. Wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Damm bricht und eine gewaltige Welle der Verderbnis die alte Welt überflutet und alles in ihrem Pfad verderben und zerstören wird. Bewahrt eure Stärke, nährt die Sehnen des Krieges, baut eure Mauern hoch, versammelt Krieger unter eurem Banner und härtet sie in der Schmiede der Schlacht, auf dass ihr frühzeitig bereit seid, im kommenden Sturm zu bestehen. Ja, als ob wir nicht schon genug Probleme hätten hier, ne? Gehorsam ist überall so mies und ach, was nicht alles passiert. Finde ich alles sehr, sehr gut, was passiert. Ei, ei, ei.
So, er kann zumindest hier oben wieder vielleicht eingreifen. Vielleicht. Nein. Oh Mann. Oder? Kann er? Kann er? Das probieren wir noch. Das dürfte ja dann ein automatischer Sieg sein. Dass wir uns zumindest erstmal zurück können. Ich speichere mir eben schnell. Und wenn nicht, dann laden wir das wieder. So, wir versuchen es. Aber er schafft es nicht in der Runde. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Oh, 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 oh. Wir haben wieder das große Geldproblem hier. Wir werden uns hier mal ein paar Bogenschützen noch dazu holen. Und hier wird wahrscheinlich er versuchen, das anzugreifen. Wo haben wir denn die bessere Garnison? Auf jeden Fall hier. Nicht in Erkmund, aber Erkmund hat Mauern. Wir ziehen ihn hier mal runter. Ob das ein Fehler war, weiß ich nicht, aber wir werden gucken. Ja, Leute, also, wie gesagt, ich habe irgendwie ganz schön Probleme, die Orks zu spielen. Ich weiß nicht, warum, was ich falsch mache oder so. Wie gesagt, ich habe die Untoten schon gespielt und auch die Zwerge gespielt und das ging eigentlich immer recht gut. Na, ich hoffe, euch macht es trotzdem Spaß. Es ist ja auch, man muss auch verlieren können, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Na, ich hoffe, euch macht es trotzdem Spaß. Und wenn ja, dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch keine Abonnenten meines Kanals habt, würde ich mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich sag mal, bis dann, euer Neflatur.